Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen bei der Mitfahrt auf unserer neu errichteten A40, dem Hochruhrübergang will ich ihn mal nennen. Wenn man hier die Autobahnverbindung jetzt errichtet, um Verbindungen zum Chemiepark schaffen zu können, den wir jetzt in dieser Folge errichten werden. Wir sehen eher eine etwas amerikanisch unorthodoxe Fahrweise, dass die LKWs rechts überholt werden. Na, so kann man einen LKW auch schneiden. Interessante Spielmechanik. Ja, also wir werden jetzt hier auf der linken Seite gleich den Chemiepark errichten. Wir haben da noch ein Sondergebäude auf der Landzunge und dann schauen wir mal, wie jetzt hier das Auto. Oh, die Verbindung hier ist auch nicht ganz ideal, aber ja, wir werden mal schauen. Hier ist noch ein Zebrastreifen. Da, das können wir gleich mal ändern. Und dann kommen hier die Autos auch schon in Richtung des Universitätscampusgeländes. Die Delle ist vielleicht auch ein bisschen wild. Das ist ganz gut, wenn man mal mitfährt. Da kommt der LKW. Um zu sehen, wie das so funktioniert. Also, wir wollen hier mal bei Familie Pink. Interessanterweise Lothar Böhm fährt das Auto, uns einmal verabschieden. Wir haben immer noch den Waldbrand. So, jetzt ganz kurz gucken. Hier war ein bisschen wild. Warum war das hier so wild? Das ist ein bisschen steil. Okay, dann ändern wir das hier nochmal, dass wir hier die Verbindung wegnehmen und dann das Gelände ein bisschen besser einfassen. So ist es, glaube ich, gut. Wir wollen eine asymmetrische fünfspurige Straße haben, haben wir gesagt. Idealerweise im 90-Grad-Winkel so. Und dann müssen wir sie noch einmal drehen, dass wir die drei Spuren statt einwärts haben. So, hier hat er dann einen Zebrastreifen gemacht. Der kommt natürlich weg und die Ampeln lassen wir auch verschwinden. So, das ist besser. Hier, ich gucke gerade mal, diese dreispurige Autobahn, wo haben wir sie da? Können wir die nicht noch ein bisschen besser einfassen? Also machen das mal so. Fassen es hier ein. Ja, genau so. Das ist doch etwas besser. Prima. Jetzt also der Plan, diese Landzunge hier zu nutzen für den Chemiepark. Das wird geländetechnisch wie üblich anspruchsvoll. Ich will noch einmal schauen, ob wir hier mit dem Güterverkehr es schaffen, hier einmal rüber zu kommen. Dass wir hier diese, wobei die können wir wahrscheinlich besser von hier aus einmal die Verbindung setzen, denn ich denke, ein Güterbahnhof sollte der Chemiepark auch haben. Wir schauen uns das Gelände erstmal an. Das ist einigermaßen passabel. Ja, ich glaube, damit können wir arbeiten. Wir müssen jetzt mal die Zellen hier kaufen. Kaufen erstmal die drei, die hier kommen, kaufen alle. So, die 9 kaufen wir. Das sollte unser Budget locker verkraften. Wir nehmen hier mal eine mittlere Höhe und ebnen jetzt das Gelände hier ein. Jetzt haben wir hier, glaube ich, noch so eine Kante drin. Oder? Wie sieht das aus? Ja, es scheint eine Kante zu sein. Ja, genau, das füllen wir hier noch mal ein bisschen auf. Hier wäre eine Direktverbindung, aber wir müssen ja eh
über die A40 drüber. Hier ist echt Verkehr, das finde ich gut. Das heißt also, wir brauchen jetzt eine Höhe, um die Autobahnausfahrt zu bauen. Die müssen wir auch von Hand bauen. Also wir gucken mal, das ist hier die gleiche Höhe. Dann zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter. Halt, falsche Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diese Höhe möchte ich jetzt haben. Ja, wobei, eigentlich brauchen wir nur diese Höhe übernehmen. Das ziehen wir hier drüben ebenfalls lang. Brauchen dann hier eine vierspurige Straße. Gerne mit Mittelstreifen. Also die ziehen wir jetzt hier rüber. Und werden dann hier entsprechend einigermaßen sanft hoch, also hier einmal. Das wird auf der Gegenseite ein bisschen anspruchsvoller. Wir sehen, wie sich hier die Schatten bewegen. Das liegt daran, dass nach einem Update, ich weiß nicht so genau, sich einige Einstellungen verändert haben. Das war nicht so ganz in meinem Sinne. Ich gucke gleich mal, wahrscheinlich wird es gleich Nacht. Wir lassen es mal laufen, weil es, glaube ich, ganz hübsch aussieht. Aber wenn nicht, dann muss ich gleich mal in den Einstellungen was ändern. So, wir wollen hier, denke ich, zweispurig raus. Dass wir hier hochkommen. Wir werden das hier mal mit einblenden. So, dann machen wir mal einen ganz kurzen Schnitt, denn auch wenn es hier sehr schön ist, dass es Nacht wird, das möchte ich natürlich nicht haben. Ich bin sofort wieder da. Hokus pokus, einmal wieder Tag. Wir müssen jetzt hier die Verbindung schaffen, hier rein. Also brauchen wir diese Verbindung. Und wir machen das mal hier von hier aus vierspurig. Also hier, ne, hier vierspurig, hier dreispurig. Oh Gott, was ist denn hier für ein Verkehr? Na gut, die A40 wird angenommen, die A40 hat Staus. Ist doch genau das, was wir eigentlich wollten. Ich glaube, wir machen hier nochmal eine kleine Korrektur. Wir lassen die hier dreispurig. Das gefällt mir eigentlich etwas besser. Sollen wir ganz kurz gucken, was hat er jetzt hier gemacht? Passt das jetzt hier? Ja, das müsste eigentlich gehen. Dann bleibt sie hier vierspurig, da dreispurig, das sieht gut aus. Und dann können wir wieder laufen lassen. Haben hier den Anschluss, das ist prima. Das gleiche machen wir jetzt hier. Hier gehen wir auch vierspurig raus. Machen es dann dreispurig etwas früher. So, und haben dann hier die Verbindung, die dann hier rausgeht, genau. Dann nehmen wir das Kurventool, damit hier der Übergang auch gut klappt. Ups, das genau nicht. Das ist doch prima. So, hier gucken wir nochmal. Sieht ein bisschen aus wie eine Delle, oder?
Ich denke, hier wäre es immer sinnvoll, einen Kreisel zu definieren. Der sieht doch ein bisschen komisch aus. Wieso siehst du so komisch aus? Weil du da nur einspurig bist. Okay, na gut, nee, dann lassen wir das mal. Eine Ampel ist hier ganz sinnvoll. So, auf der anderen Seite gleiches Prinzip. Wir werden auch hier zweispurig rausgehen. Machen hier die Vierspurigkeit, Dreispurigkeit. So, hier hat er jetzt wieder, das kann alles weg und die Ampeln bitte auch. So, und dann, die wollen alle links rum, rechts rum. Okay, ja, na gut. Das ist jetzt schon ein wenig in unserem Sinne. Wir wollen hier dann die Vierspurigkeit hier noch einrichten. An der Stelle eins weiter. Hier die drei Spuren nochmal. Müssen wir hier Verbindung schaffen. Das war eine Spur zu viel. So, das sieht besser aus. Wieso nennst du das hier wieder um? Das ist echt mühselig. A40 bitte. Und das hier natürlich auch. Und dann geht es von hier aus hier hoch. Und dann mit dem Kurventool machen wir wieder den Anschluss. Das ist dann immer am glattesten. So, das ist doch ein schöner Übergang. Wir glätten noch ein wenig das Gelände hier. Dürfen nicht vergessen, das wäre jetzt hier eine riesige Sackgasse. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen also auch hier noch den Anschluss haben an diese Straße. Das heißt, auch hier brauchen wir nochmal wieder ein bisschen was an Verkehrsplanung machen. Also hier will ich auch rauskommen. Und dann müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn von hier rüber. Hier, also rechte Maustaste hier oben, linke Maustaste hier. Das ist schon ein ziemliches... Moment, stopp. Ziemliches Brett, das wir hier gerade platzieren. Ich glaube aber, dass das nötig ist. Wir werden auch hier diese, heißt sie Adlerstraße, eine Ankerstraße, auch die werden wir hier nochmal rüberführen. Wir werden hier diese Höhe bis hier vorne hinziehen. Mal gucken, wo landen wir dann hier. Auf der Höhe, okay. Und dann müssen wir von da aus hier hoch. Das ist auch eine vierspurige Straße. Jetzt geradeaus auch noch nicht ganz. Das haben wir nicht ganz getroffen. Okay, also noch ein bisschen breiter. Können wir hier auch geradeaus erstmal reinziehen. Und dann müssen wir als erstes, glaube ich, den Güterbahnhof planen, damit der seinen Platz findet. Wo haben wir ihn denn? Güterbahnhof, hier sind die Züge. Güterzug Endstation.
So, da müssen wir mal gucken. Wir müssen von hier aus kommend rüber. Hier. Ich glaube, den setzen wir hier links von der Falkenstraße hin, hier irgendwo. Und so rum ist er richtig rum. So baut er ihn falsch rum. Ach, das ist wieso. Achso, auf der Seite. Der Straßenverbindung ist auf der Seite. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber das Spielchen kennen wir ja schon. Wir platzieren ihn. Hier vorne irgendwo würde ich ihn gerne platzieren. Wir brauchen auch hier die Höhenlinien. Das kriegen wir aber hier, glaube ich, noch hin. Ihn erstmal platzieren, dann die Höhe korrigieren. Denn die Höhe sollte dann auf der Gegenseite auch passen. So, wir ziehen dann die Straße an der an dem Güterbahnhof vorbei und dann drehen wir dich. Dich einmal bewegen. Ich denke, wir sollten dem Chemiepark dann hier auch eine eigene Wasserversorgung spendieren, also Frischwasser und die Abwasserversorgung. Halt, das wollte ich nicht. Sondern dieses Feld auch noch kaufen. Wir sehen, wir machen immer noch 180.000. Also Geld ist irgendwann kein Problem, trotz des Economy 2.0 Updates. So, und wir werden jetzt hier diese Höhe halten. Also werden das jetzt hier durchziehen. Achso, wir verlieren an Höhe. Da müssen wir andersrum machen. Da müssen wir hier diese Höhe hier nehmen. Ich hoffe, das reicht. Reicht das? Wir gucken mal. Das sollte reichen. Eigentlich, um hier über die A40 drüber zu kommen. Und dann, wenn wir hier diese Höhe nehmen. Und dann müssen wir bedenken, wir müssen hier auskommen. Also diese Höhe brauchen wir hier. Und hier. So. Und dann wie üblich von hier aus hier runter. Das wird für die Güterzüge natürlich nochmal eine ziemliche Steigung. Aber damit müssen wir umgehen. Diese Verbindung ziehen wir einfach gerade rüber. Perfekt. Wir müssen dann das Nachbarfeld natürlich auch kaufen. Also das ist wahrscheinlich wird perspektivisch, wenn wir hier noch eine zweite Linie daneben setzen, denn das ist jetzt ja die gemischte Güterzug- und Personenverkehrslinie. Das möchte ich ja eigentlich nicht, sondern das sollten wir trennen. Also dieses Feld, nein, dieses nicht, nur das eine kaufen. Das möchte ich dann irgendwann auch noch mal ein bisschen trennen, dass wir dann Güterzüge und Personenzüge weitestgehend voneinander trennen können. So, also wir müssen von hier aus hier einmal die Verbindung schaffen. Und das gleiche machen wir auch von hier aus. So, das gleiche machen wir jetzt auf der Gegenseite. Wir müssen nochmal das Gelände ein bisschen anfassen. Also wir kommen hier aus. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen, upsala, ein bisschen gegenarbeiten. Ne? Also von hier aus hier hin. So, gucken, dass das auch einigermaßen klappt. Und dann, wie üblich, ein bisschen Geländenacharbeit, um hier diese
harten Ecken und Kanten rauszu. Hier haben wir noch ein bisschen. So, machen wir ein bisschen Platz. So, damit ist jetzt hier eigentlich die Voraussetzung geschaffen, um unsere... Das kann ein bisschen glätten wieder hier. Das ist ja noch ein ziemlicher Hügel gewesen. Das werden wir hier sowieso nicht großartig nutzen können. Ja, ich glaube, das macht so Sinn. Ja, also was ist jetzt der Plan? Wir werden jetzt als erstes das Straßenlayout machen, weil tatsächlich nicht als erstes, sondern ich möchte zuerst diese Sonderfabrik platzieren, bevor wir uns dann um die das Straßenlayout so ein bisschen kümmern. Gut, also wir schauen mal nach. Wenn wir hier bei den Industriespezialgebäuden, hier ist das Chemiewerk und ich werde auch das Pharmaunternehmen platzieren. Wir müssen aufpassen mit der Windrichtung, die kommt jetzt von oben. Also hier ist das Chemiewerk, das ist quasi die Mitte unseres, beziehungsweise mitten auf diesem Grundwasser. Reservoir, das ist natürlich nicht so günstig. So, also dich platzieren wir jetzt hier in die Mitte. Und das Pharmaunternehmen kommt hier in die Nähe. Ein bisschen Abstand gönne ich dir. Vielleicht ein bisschen versetzt. Perfekt. So, dann werden wir hier drumherum also die Straße muss hier lang gehen, okay, das können wir zur Not noch drehen. Ich will das Gelände so ein bisschen einhausen, in Anführungszeichen, mit einer Straße. Mal stopp, was sagt das Gelände? Alles gut. Die Adenauer Straße bildet den Rahmen für das Chemiewerk. Dann machen wir hier drin noch ein paar Straßen. So, dazu müssen wir dich nochmal einmal kurz verschieben. Jetzt ziehen wir dich erst nochmal hier drüben hin. So, also hier drin gibt es dann nochmal so einen inneren Ring. Okay. Also innerer Ring heißt, das werden wir hier erstmal hier dran platzieren, okay. Wir gehen hier hinter einmal lang. Hier den Anschluss. Ups, was macht er da? Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du hier geradeaus durchgehst. Genau, und hier genauso. Damit wir hier einen schönen Übergang haben. Und dann ziehen wir hier eine Straße durch, um dann hier den Teil zu platzieren. Hier vorne hin. Okay, das ist doch gut. Die Straße bis hier vorne. Das ist sehr gut und dann nehmen wir von hier aus kommend, also hier einmal den zentralen Anfahrtspunkt machen und den zweiten machen wir dann tatsächlich hier. Das hier hinten, das mit dieser Ruine, gucken wir uns hier nochmal ganz kurz an. Diese alte Ruine, die werden wir so ein bisschen abgrenzen. Mal gucken, die werden wir jetzt aber nicht großartig nutzen. Das hier ist schon sehr steil. Steigung 5%. Vielleicht können wir hier nochmal was ändern, indem wir hier sagen, wir kommen hier vorne aus. Das ist dann zwar etwas Platz verschwendet, aber das halte ich für sinnvoll.
Die Steigung bleibt nämlich bei 6%. Und dann kommt hier die Kurve hier rum. So, wir gucken mal, dass wir hier, kommen wir da dran, das will ich mich versuchen, dass wir hier diese große Hauptstraße nutzen. Das macht er nicht, von hier aus vielleicht, da haben wir den Anschluss. So, da haben wir die Verbindung, das ist prima. Und hier machen wir es ähnlich, wir kommen von hier aus hier raus. Suchen die Hilfslinien, wo sind sie da? Und haben hier den Anschluss. Okay, da haben wir eine ganz schöne Verknüpfung. Hier hinten können wir jetzt auch den Güterbahnhof anschließen. Da nehmen wir eine normale Straße. Haben hier die Verbindung und das gleiche machen wir dann hier vorne. Da machen wir nämlich auch wieder eine Verknüpfung hierzu. So, zwei Anschlüsse haben wir hier. Das gefällt mir ganz gut. Also wir werden hier nochmal eine Verbindung setzen. So, eine nicht, sondern diese. Innerhalb des Geländes. Wobei, machen wir es tatsächlich so, haben wir nicht ganz den Anschluss, das ist aber nicht schlimm. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Hier ist auch schon ein bisschen Verkehr. Wir werden hier nochmal ein kleines bisschen mehr Platz spendieren und dann wieder glätten. Passen das jetzt ein? Brauchen natürlich hier was. Ist hier, ich glaube, hier sind nicht genug. Kein Fußgänger. Wieso hast du denn jetzt hier. Hä? Ist das denn jetzt hier kein Fußgänger? Neu platziert, jetzt hat er es genommen. Alles klar. Gut, das sieht doch prima aus. Wir können hier dann ein bisschen Industrie schon mal platzieren innerhalb dieses Geländes. Aber bevor wir das machen, wir werden hier erstmal eine Werksfeuerwehr platzieren in der Mitte. Wir werden hier eine kleine Klinik platzieren. Was brauchen wir noch? Ein Krematorium brauchen wir hier an der Stelle, glaube ich, nicht. Wir brauchen eine Wasserversorgung. Die holen wir uns hier vorne. Hier, da haben wir nämlich dann die Straße. Machen wir direkt mal zwei nebeneinander. Und dann moderne Pumpstation, finde ich auch ganz attraktiv. Abwasser und dann haben wir hier Wasseraufbereitungsanlage. Genau, die brauchen wir. Dazu schalten wir das mal frei. Also Wasseraufbereitungsanlage. Ach, wir haben 61 Punkte, ne? Das ist. Das gönnen wir uns. Können dich wieder abreißen hier und dich genauso und haben dann nämlich hier die Möglichkeit, also diese Wasseraufbereitung, wie groß ist die? Die ist relativ groß. Kriege ich die hier irgendwo rein? Hier kriege ich sie rein, ja. Wenn wir die Straße hier entfernen, passt das. Und dann moderne Wasserpumpstation. Oh Gott, die ist natürlich riesig. Aber damit müssen wir leben. Wir werden hier unten Platz schaffen. Gucken wir mal, wie groß ist die jetzt.
Straße ist hinten, okay, ja, das ist doch hier, hier passt es doch ganz gut hin. Wie weit kann ich hier in den Fluss rein? Die ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir hier noch Schiffsverkehr haben. Okay, ja, das. Das gefällt mir eigentlich nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin, weil das einfach die. Ja, dann müssen wir hier, glaube ich, gegenüber. Ich gucke gerade, ob wir noch einen besseren Platz haben. Also wir müssen doch deutlich weiter zurück. Mit dieser Pumpstation. Also hier wieder Erdarbeiten. Du kommst hier vorne dann hin. Okay, und das ebnen sich gerade wieder ein. Perfekt. Aber dann gehörst du quasi zum Chemiewerk. So, wo wir die Straße dann hochführen. Aber das ist ja. Das sollte ja gehen, dass wir dann hier irgendwo gucken. Das wird anspruchsvoll, aber das können wir ja so von hier aus dann hier hoch. Das ist wieder zweistufig. Dass wir hier mit einer Serpentine hochgehen. Ich glaube, das ist angemessen. Also hier einmal die Verbindung hier runter. Am besten mal von oben, dass wir jetzt hier einigermaßen gut um die Kurve kommen. Okay, das gefällt mir ebenfalls. Wir werden hier wieder ein bisschen nacharbeiten. Aber der Chemiepark wächst und gedeiht. So, hier haben wir die Wasseraufbereitungsanlage. Dann gehen wir hier hinter noch lang und dann können wir jetzt gleich noch mal ein paar weitere Objekte platzieren. Okay. Vielleicht ziehen wir die Straße auch gerade durch hier. So. Besser. Also obwohl hier noch gar keine Verbindung ist, gibt es hier schon ordentlich Verkehr. Das ja, muss jetzt ja nicht schlecht sein. Also wir können jetzt hier schauen, haben wir hier noch irgendwas? Schule brauchen wir nicht, glaube ich. Postamt brauchen wir in Anführungszeichen natürlich. Die Hauptverwaltung kommt hier in die Mitte. So, wir werden hier auf jeden Fall in dem Industriegebiet dann noch ein Postamt definieren. Wir brauchen hier sicherlich nochmal Internet. Auch da kaufen wir nochmal nach. Wollen wir das denn? Post zur Tierstation, Telekommunikation, Serverfarm. Schalten wir mal frei, brauchen wir sowieso irgendwann. So, diesen großen Kommunikationsturm, den setzen wir hier in den an den Güterbahnhof. So, und ich denke, ja, nee, das passt erstmal. Das Gelände, das können wir hier vielleicht als kleines Freizeitgelände vielleicht definieren. Wir brauchen vielleicht noch einen kleinen Park für die Beschäftigten. So. Da platzieren wir nämlich auch ein bisschen was an Gewerbe. Also hier vorne. Da sind dann quasi die Restaurants oder die Cafeteria. Wir setzen ein paar von den hohen Gebäuden
Das wird dann quasi die Hauptverwaltung. Da setzen wir mal die hohen und daneben dann ein paar kleinere. Ein paar kleinere Bürogebäude und danach gibt es jetzt hier noch die Industrieteile. Das machen wir hier, hier, hier komplett. Ah, die Ölraffinerie ist jetzt auch freigeschaltet. Das interessiert uns aber tatsächlich relativ wenig. Wir ziehen hier nochmal eine Straße durch, so ein bisschen abzutrennen. Dann können wir mich hier nochmal und hier ebenfalls. Ich glaube, hier können wir ruhig komplett durchmachen. Also alles nochmal weg und nochmal hin. So. Okay, das ist doch prima. Wir brauchen hier Müll. Ich denke, eine Müllverbrennungsanlage, oh, die ist auch wieder so riesig. Die ist so groß. Das ist ein Recyclingzentrum, Industrie. Ah, Industrie-Müllverbrennungsanlage. Das, denke ich, ist sinnvoll. Also auch das Recyclingzentrum, die Industrie-Müllverbrennungsanlage. Gucken wir mal, wie groß die ist. Ist nicht so groß. Ja, dann platzieren wir die hier vorne. Also das machen wir mal weg. Gehen hier gerade raus. Das ist nochmal eine abgetrennte Verbindung, denke ich. So, hier geht es dann zu dem Industrie-, dem Chemiepark. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nochmal ein Gelände zu definieren. Upsala, das sollte eine gerade Verbindung werden. Hier geht es dann raus an die Hauptstraße. So, zwei Verbindungen. Okay, okay, okay. Hier haben wir dann wieder verschiedene Industriegebäude, die wir dann hier platzieren können. Also da machen wir wieder Ähnliches, was wir auch schon in Osterfeld gemacht haben, denke ich. Etwas wilder in der Straßenführung. Das, denke ich, ist ganz gut. Lockert die ganze Sache aus. Was wir natürlich irgendwie im Chemiepark noch brauchen, sind Parkplätze. Ne? Ja, das ist nicht so schlimm, die können wir hier vorne setzen. Auch wenn das dann eher viel mechanisch ist, die werden sowieso nicht genutzt. Großer Parkplatz kommt hierhin, hierhin. Ja, das passt. Mittlere Parkplätze. Direkt zwei Stück. Das ist ein sehr großer Parkplatz, okay. Auf diesem, das ist der lange, ich suche den breiten Parkplatz, genau, den können wir hier vielleicht nochmal machen. Okay, das passt auch wunderbar. So, jetzt hatten wir gesagt, wir brauchen hier diese Industriemüllverbrennungsanlage. Müssten wir eigentlich, setzen wir die hier mitten rein oder platzieren wir die? Vielleicht platzieren wir die hier vorne.
Das ist, glaube ich, ganz okay, ja, dass wir hier einfach noch mal ein bisschen mehr Öl gewinnen. Dann hier eine Straße senkrecht platzieren. So, wir haben den neuen Meilenstein. Wir sind jetzt eine Metropole. Es gibt nochmal Geld, das interessiert uns nicht. 15 Entwicklungspunkte, 32 Erweiterungen. Guck nochmal, was hier bringt uns das? Nur noch Darlehen, okay. Ja, wir sehen, wir haben alles freigeschaltet, da kommt nichts mehr. Aber Metropole, das ist doch... Das ist prima. So, hier müssen wir noch Verbindung drumherum setzen, denke ich. Verbindung auch setzen. Wir kommen hier raus. So, das sieht auch gut aus. Also wir werden hier noch ein paar Parks setzen, bevor wir dann den großen Schwung machen. Also Sportpark. Das machen wir vielleicht alles hier vorne auf dieser Seite, wo auch der Tennisplatz nicht, vielleicht ein Basketballfeld, ein bisschen Betriebssport. Freiluft-Fitnesspark. Kleiner Platz und dann haben wir hier noch ein paar weitere Gewerbegebäude. Und ein paar Fußwege, die wir dann dahinter entlang führen. Weg auch hier hinter lang. Man theoretisch vom Parkplatz dahin laufen kann. Na, hier machen wir keine Verbindung hin, denn die Leute sollen ja hier schon kontrolliert lang kommen. Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen. Achso, nee, das wollte ich nicht, sondern. Hier können wir daneben hier noch mal ein bisschen platzieren, das nutzen wir auch noch aus, das Gelände, dass das auch noch dazu gehört. Drei Zellen sollte reichen und dann verstecken wir das dann in Anführungszeichen wieder mit den wieder mit Bäumen. Das geht ja nicht anders. Wir müssen hier noch mal ein bisschen Parks platzieren, also ein Hundepark nicht. Kleiner Park. Feuerstelle brauchen wir sicherlich nicht. Großer Platz, Durchgangspark. Kriegen wir den hier noch rein? Das wäre natürlich ganz witzig, wenn wir hier eine Verbindung quasi zur Hauptstraße hinkriegen. Hier kriegen wir es hin. Zack, komm. Ist das quasi auch nochmal so ein kleiner Zugang? Wieso eigentlich nicht? Es ist ja eh alles abgezäunt. Aber dann haben wir hier vielleicht auch nochmal einen Parkplatz, weil dann das der Teil ist für die Gäste. Moment, das nehmen wir nochmal. Ja, der passt nicht. Ich guck nochmal. Dann reißen wir dich ab. Wir machen hier so einen Gästeparkplatz noch hin. Für die Besucher hier an dem Park, das ist quasi der Hauptzugang. Ja. Das ist doch gut. Machen wir sonst noch was an Parks hier. Touristenattraktionen. Freibad brauchen wir sicherlich nicht.
Das passt so. Wir werden hier auch noch mal ein paar, also so ein bisschen mischen. Also hier ein bisschen Büro dazwischen machen und den Rest füllen wir dann auf mit Industrie. Das ist eine Polizeistation. Sollten wir natürlich auch nochmal hier platzieren. Dann machen wir eine große dahin. Haben wir sonst irgendwas, was wir hier brauchen? Ja, eigentlich wie gesagt nur die Briefkästen. So. Die Feuerwehr. Vielleicht hier vorne. Dann setzen sie dahin. Das ist schon ganz praktisch, dass wir ausreichend Finanzmittel haben. Wir werden ein paar Gewerbezonen dann hier entlang setzen. Die Lindenstraße sollten wir noch mal hier verlängern. Wir werden mal einen weiteren Zugang bekommen. So, und dann füllen wir hier den Rest auf mit Industrie. Oh, was ist das denn für ein Riesenobjekt? Also Büro haben wir auch hohen Bedarf. Dann zeige ich hier ein bisschen an den Rand. Hier. 3 und 2. Ja, die Industrie, das richtig gefällt mir das nicht, dass die so riesig sind, diese Türme. So, hier nochmal hohes Gewerbeaufkommen, das wird aber auch nur zweizeilig. Hier auch, wir gucken mal, es geht alles zurück. Schauen uns das mal an. Tja. Also ist relativ groß. Wir werden das jetzt aber hier erstmal als Zone definieren. Das ist, wie gesagt, da der. Soll ich nochmal gucken. Die Wasserpumpstation. Warum hat die eigentlich ein Problem? Halt, stopp, die ist wieder weg. So, das ist. Das ist unsere neue Zone. Das ist nicht der Kaltenhof, sondern das ist der Chemiepark Marl. Perfekt. So, du hast ein Müllproblem. Warum hast du ein Müllproblem? 250 Fahrzeuge. Ja, der wird dann hier schon. Die kommen hier schon vorbei. Hoffe ich. Okay. Ich denke, damit kommen wir aber dann schon der Sache etwas näher. Wir müssen hier, glaube ich, ein bisschen, aber viel können wir hier sowieso nicht mehr retten an diesem Übergang. Bisschen vielleicht, aber das ist, glaube ich, auch schon alles, was wir machen können. Gut, ich denke, damit haben wir es erstmal geschafft. Das
Tekken in Anführungszeichen machen wir dann beim nächsten Mal. Werfen mal einen Blick auf die gesamte Stadt. Irgendwelche größeren Probleme sehe ich im Moment nicht. Wir könnten hier nochmal gucken, dass wir hier natürlich auch nochmal eine Verbindung hier rüber ziehen. Das ist dann auch nochmal eine weitere Idee. Der Chemiepark ist errichtet. Gefällt mir ganz gut. Zum Abschluss gucken wir uns nochmal ganz kurz die Arbeitslosenstatistik an. 2,4%. Perfekt. Also das haben wir jetzt gut geschafft. Wir müssen natürlich jetzt dann die Verbindung schaffen hier rein. Wir werden dann hier, mal gucken, Wind weht ja hier in die Richtung. Wir müssen hier nochmal, vielleicht auf der Seite, brauchen wir dann wieder Wohnraum. Wir brauchen noch den Güterzuganschluss und. Es bleibt anspruchsvoll. Aber mit dem Blick auf unseren Chemiepark, oh, das fügt sich hier ganz gut ein, diese Bürogebäude. Also mit dem Blick auf den Chemiepark mal beenden wir diese Folge. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.